Und deswegen sagten einige der Salaf, hätten Sünden einen üblen Geruch, könntet ihr nicht neben mir sitzen. Das haben die ernst gemeint. Das ist nicht dieses, möchte gern, oh, ich bin so gut. Nee, das meinen die ernst. Die kennen sich. Und deswegen, liebe Geschwister, wer sich beschäftigt mit der Tatsache, Allah sieht mich, Allah hört mich, nicht nur heute, er hat mich auch gestern gesehen, er hat mich vorgestern gehört, er hat mich die letzte Woche gesehen, hat so jemand noch Zeit, sich um andere Menschen zu kümmern? Überheblich zu sein, als ob er ohne Sünde wäre. Aber Sekunde mal, wir müssen doch erklären und so. Aber mit Demut, nicht mit Hochmut. Du machst Da'wah oder du erklärst etwas, klärst auf über andere. Nicht mit Hochmut, sondern weil es eine Pflicht ist. Eigentlich will ich gar nicht reden. Warum? Ich bin noch nicht fertig mit mir selbst. Mit meinen Sünden. Ich muss, Allah hat mich so oft gesehen bei einer Sünde. Ich bin noch nicht fertig mit, ja Rabbi, vergib mir diese Sünde. Als ich da alleine war in diesem Zimmer, als ich da draußen war und als du mich gesehen hast und ich habe rechts und links geguckt, damit kein Geschöpf mich sieht, aber ich habe dich vergessen, ja Rabbi, vergib mir. Ich bin noch nicht fertig mit dieser Taube, mit dieser Bitte um Vergebung. Deswegen habe ich keine Zeit, mich um den und den und den und den und den zu kümmern. Und deswegen jemand, der permanent über andere redet, dessen Herz ist tot. Der hat seine Selbstabrechnung schon längst erledigt anscheinend. Der hat keine Sünden mehr. Und die vergangenen Sünden hat er, glaube ich, schon alle wieder gut gemacht. Dass er denkt, ich habe Zeit jetzt, mich mit anderen zu beschäftigen.